Der Podcast StroYolo ist eine Produktion von StroYo, dem Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier bei StroYolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass bei diesem Thema, also dem Thema Einschulung, um dem es ja heute geht, vielleicht einige von euch das erste Mal zuhören, weil alle anderen Themen sich ja eher damit beschäftigen, wenn eure Kinder schon in die Schule gehen und wenn ihr da Probleme habt. Und in dieser Folge geht es ja um den Zeitraum vor der Einschulung. Also begrüße ich auch alle neuen Hörer ganz recht herzlich. Genau, also das Thema ist heute Einschulung und ist ja ein sehr großer und wichtiger Schritt im Leben eines jeden Kindes. Viele Kinder sind ganz schön aufgeregt, können es aber auch kaum abwarten, so endlich ihre Hefte mit Leben zu füllen, und andere dagegen sind so ein bisschen verunsichert, was dieser neue Lebensabschnitt überhaupt mit sich bringt. Deshalb geht es beim Plan des Schulanfangs nicht nur um Organisatorisches, sondern natürlich auch um das Gefühl, denn der Abschied vom Kindergarten, so von den vertrauten Bezugspersonen und auch von einigen Freunden fällt natürlich vielen Kindern schwer. Ja, ich habe euch heute mal eine Liste mitgebracht, die so ein bisschen unterteilt, was ihr so mehrere Monate vorher machen könnt und was so ein paar Wochen bzw. ein paar Tage vom Schulanfang so auf dem Plan steht. Ja, beginnen wir doch mal mit den Sachen, die so mehrere Monate vorher in Angriff genommen werden sollten. Um den Schulstart zu erleichtern und auch, so, dass man sozusagen sich besser eingewöhnt, das gelingt natürlich mit folgenden Tipps vielleicht ein bisschen besser. Das ist zum einen der Tag der offenen Tür. Besucht am besten gemeinsam den Tag der offenen Tür an eurer Grundschule, wenn ihr, also wisst ja bestimmt schon, wo es hingeht, und dann schaut euch gemeinsam um, lernt die Lehrer kennen und knüpft am besten auch erste Kontakte. Vielleicht lernt ihr ja so schon ein paar Eltern kennen, die auch Kinder haben, die in eure, beziehungsweise in die Klasse eures Kindes kommen, und dann gewinnt man schon mal so ein bisschen Sicherheit, lernt vielleicht den Klassenraum kennen und sieht das Gebäude nicht das erste Mal, wenn der erste Schultag ist. Ja, von der Kita in die Grundschule. Viele Grundschulen kooperieren auch mit Kindertagesstätten und organisieren vor den Sommerferien einen Besuch in der Schule. Hier können sich dann die Schulneulinge, sag ich mal, die Grundschule genau anschauen, aber es ist manchmal auch so, dass sie sogar in die Aktivitäten der Klassen einbezogen werden, und ich denke, das weckt bei vielen Kindern auch schon die Vorfreude, wenn sie sehen, wie es ist, wenn man sich meldet, wenn man drankommt und genau, einfach sieht, was die Großen schon machen und dass man da auch bald zugehört. Was es auch noch für eine Möglichkeit gibt, die neue Schule kennenzulernen, ist, dass man an Schulfesten, Bazaren oder Konzerten teilnimmt. Und da kann man oft nämlich daran teilnehmen, dass man sind so öffentliche Feste, Flohmärkte oder Konzerte innerhalb der zukünftigen Grundschule, und das schafft ja auch Vertrauen und zeigt, dass die Schule mehr zu bieten hat als nur Lernen, Noten und Schulbücher, und dass das alles aus einfach mehreren Sachen besteht. Vielleicht habt ihr auch schon die Möglichkeit, Kontakt zu Klassenkameraden zu suchen, beziehungsweise also eure Kinder haben dazu Gelegenheit. Denn oft ist es ja so, dass man sich dann ein bisschen gestärkt fühlt, wenn man schon weiß, dass jemand, den man kennt. Und deshalb könntet ihr euch auch vor der Planung des Schulanfangs darüber informieren, so welche Kindergartenfreunde eigentlich die gleiche Grundschule besuchen. Vielleicht gibt es da ja ein paar. Und wenn ihr diese Kontakte auch einfach mal ein bisschen fördert und vielleicht nochmal so ja, Treffen organisiert oder vielleicht einen Ausflug, dass eure Kinder einfach wissen, ah, mit dem gehe ich dann in eine Klasse. Und das gibt, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl, einfach auch ein sehr gutes Gemeinschaftsgefühl. Was ihr auch schon mal machen solltet, falls es ein bisschen schwieriger ist und die Schule nicht gerade über die Straße, dann könnt ihr mit eurem Kind auch rechtzeitig einfach den Schulweg üben, euer Kind schon mit dem Schulweg vertraut machen und dass ihr den einfach zu Fuß gemeinsam abgeht, wenn dann halt keine öffentlichen Verkehrsmittel notwendig sind. Sonst solltet ihr das natürlich auch üben, weil es ja noch mal ein bisschen eine kleine Herausforderung mehr, wenn zum Beispiel auch Bus gefahren werden muss. Was auch noch dazu gehört, wenn es jetzt zum Beispiel keine
Ganztagsschule ist, dann solltet ihr auch daran denken, dass gegebenenfalls eine Nachmittagsbetreuung nötig ist und dass ihr schaut, wie ihr die am besten organisiert. Dann vielleicht ist es ja auch nötig, selbst wenn es eine Ganztagsschule ist, die treuen die Schüler meistens bis 16 Uhr, vielleicht arbeitet ihr die auch vielleicht ein, zwei Stunden länger und dann müsst ihr auch den Heimweg berücksichtigen, dass ihr einfach schaut, dass ihr da rechtzeitig euch drum kümmert und euer Kind auch gut, ja, versorgt, sag ich mal. Wir von Skoyo unterstützen ABC-Schützen, müssen auch von Anfang an. Und deshalb empfehle ich euch auch unsere Lernwelt, die beschäftigt sich ja mit dem Lernstoff der wichtigsten Fächer von der 1. bis zur 7. Klasse schon. Und das sind immer so fantasievolle Lerngeschichten, wo Kinder sich einfach den Schulstoff zu Hause nochmal ganz eigenständig und selbstständig, ja, eigenständig und selbstständig ist so das Gleiche, aber so im eigenen Tempo aneignen können. Und vielleicht ist das das Richtige für eure Kinder, wenn sie dann anfangen, die Schule zu besuchen und einfach mit Spaß schon, ja, von Anfang an die Sachen rangehen. Ich habe für alle Hörer einen Freecode mitgebracht, der bietet euch die Möglichkeit, dass ihr die Skoyo-Lernwelt 5 Tage lang kostenlos testen könnt. Der Code lautet, alle Buchstaben groß geschrieben, FSCOYOLO, also ausgesprochen FSCOYOLO. Den Code könnt ihr einlösen unter www.skoyo.de/voucher. Ich schreibe das auch alles nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr das einfach nochmal kopieren und ganz einfach nachlesen und müsst euch das jetzt vielleicht gar nicht merken. Ihr solltet euch auf jeden Fall aber merken, dass es diesen Code gibt und genau, dass ihr den in den Shownotes nachgucken könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mit eurem Kind mal ausprobiert, ob die Skoyo lernen will, was für ihn ist und wie es auch ihm gefällt. Lasst mich das gerne wissen und schreibt noch gerne Mail an redaktion@skoyo.de. Genau. Die Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, waren also so Dinge, die ihr sozusagen schon mehrere Monate vorher angehen könnt, genau bevor die Schule anfängt. Jetzt habe ich ein paar Punkte für euch, die sozusagen mehrere, wenn nur noch ein paar Wochen Zeit sind, die so dann auf dem Plan stehen. Das eine ist natürlich so die Einkaufsliste und das Fest. Viele von euch feiern ja auch gerne die Einschulung des Kindes, bei einigen so ein bisschen Tradition. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, da war das ganz normal, dass man so ganz viele Familienmitglieder eingeladen hat und so ein kleines Fest halt mit Schultüte und allem drum und dran gefeiert hat. Also mit Deko und vielleicht so ein bisschen gegrillt hat. Also jetzt kein riesiges Fest, aber es war halt schon, wurde zelebriert. Aber vielleicht ist es ja bei euch auch so. Und ja, neben der emotionalen Einstimmung auf den Schulstart muss also noch einiges eingekauft werden und dann vieles gedacht werden. Und wenn ihr den Schulanfang plant, solltet ihr sozusagen auch eine ausführliche Einkaufsliste mal zusammenstellen. Am besten ist natürlich, wie bei allen Sachen, die dazu gehören, dass ihr diese Einkaufsliste bzw. die Dinge, die da draufstehen, rechtzeitig besorgt und sozusagen nicht auf den letzten Drücker. Meist gibt es ja auch irgendwie so Listen von der Schule. Und wenn ihr dann kurz vorher feststellt, dass ihr das nicht bekommt, ist ja auch ein bisschen stressig. Genau, also versucht es so früh wie möglich zu machen. Das nimmt ja auch so ein bisschen Druck raus. Und vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, dass euer Kind da ja mit gemeinsam aussuchen kann. So hat es auch die Zeit, sich alles in Ruhe anzuschauen. Und wenn der Ranz noch schon mal da ist, so sich mit dem vertraut zu machen, den mal ein- und auszupacken. Und auch das steigert ja sozusagen die Vorfreude. Ja, Ranzenkauf. Für alle, wo jetzt die Einschulung demnächst ansteht, die haben den bestimmt schon längst gekauft. Viele Eltern kaufen ja schon so Anfang des Jahres. Das ist so die Hochzeit des Schulranzenkaufs. Wenn ihr das ja noch nicht gemacht habt, dann hier auf jeden Fall der Tipp. Lasst euch am besten in einem Fachgeschäft beraten, wenn es um den Kauf des Ranzen geht. Denn es gibt ja einiges zu beachten. Farbe und Design müsst ihr vielleicht gar nicht so im Blick behalten. Das könnt ihr vielleicht auch eurem Kind überlassen. So als Geschenk zur Einschulung, dass es selbstbestimmt, welchen Ranzen es haben will. Weil
Ich meine, damit läuft man ja schon ein paar Jahre rum. Idealfall haben sie ja die ganze Grundschulzeit und dann sollte der Schulranzen auf jeden Fall schon mal gefallen. Genau, dann gibt es ja natürlich auch, fast so wichtig wie der Schulranzen, natürlich die Federmappe und in denen so Stifte reinkommen und am besten sind es so Mappen, wo jeder Stift so seinen Platz hat, dann ist alles so ein bisschen in Ordnung, man sieht, ob vielleicht mal wieder irgendwas fehlt oder verloren gegangen ist einfach und hier kann man auch einfach die Stifte gut ordnen, nach Farbe, Größe und das hilft ja auch, schnell im Blick das Richtige zu finden. Genau, dann gehören ja auf die Liste auch noch Schreib- und Bastelutensilien, genauso wie natürlich die Schulbücher. Und die meisten Schulen haben so einen Infoabend für Eltern oder auch so einen Infobrief. Und da steht dann halt drauf, was der Schulbedarf für die Erstklässler ist. In der Regel sind es halt, wie gesagt, Stifte, Hefte, Radiergummi, Malkasten, Lehrmaterialien, aber auch die Schulbücher. Und gibt es da jetzt keine Angaben, dann könnt ihr einfach nochmal in der Schule nachfragen oder auch bis zum Einschulungstag warten, denn es ist ja auch blöd, wenn jetzt irgendwie Sachen doppelt gekauft werden. Und was ihr aber auch, was ihr noch berücksichtigen solltet, ist, ob euer Kind Rechts- oder Linkshänder ist. Da gibt es auch viele Sachen, die besser für Linkshänder geeignet sind. Und genau, dass es da keine Probleme gibt beim Schreiben lernen. Ja, was da noch zugehört, sind das Sportbeutel und Sportbekleidung, dass ihr schaut, dass ihr da einfach alles habt und euer Kind gut ausgestattet ist und am besten noch eine leichte, praktische Sporttasche hat, genau, die hoffentlich nicht so oft irgendwo liegen gelassen wird. Dann gehört zu einem gut ausgestatteten Schulranzen natürlich auch noch Brotdose und Trinkflasche und dann zur Einschulung natürlich auch die Schultüte und ein paar richtig coole Geschenke, die da reinkommen. Denn diese Schultüte gehört natürlich für Schulen eines der wichtigsten Dinge am Einschulungstag. Das solltet ihr auf jeden Fall berücksichtigen, wenn ihr den Schulanfang plant. Und ein paar Süßigkeiten dürfen da sicher auch rein. Ihr könnt schon vielleicht ein paar Schreibutensilien reinpacken und vielleicht ein kleines Kuscheltier oben rausschauen lassen. Ich glaube, da habt ihr genug Ideen. Das ist ja einfach so eine echt schöne Sache, auf die sich jedes Kind freut. Was dann auch noch natürlich dazu gehört, wenn euer Kind dann in die Schule geht, dass ihr darauf achtet, dass es zu Hause auch einen guten Platz zum Lernen hat, also einen Schreibtisch und am besten einen Schreibtischstuhl, wenn es möglich ist, also wenn das Kinderzimmer dafür den Raum bietet. Ansonsten schaut einfach mal, ob es einen anderen Platz in eurer Wohnung gibt, wo euer Kind dann ungestört seine Hausaufgaben machen kann und also das ist einfach eine wichtige Voraussetzung für gutes und erfolgreiches Lernen und genau, ich glaube, da findet ihr schon das Richtige für euer Kind, es muss auf jeden Fall aber mitgedacht werden, dass ihr nicht nur der Schulranzen dazugehört und dass euer Kind ja auch zu Hause die Gelegenheit hat, ja, gut zu lernen. Ja, dann halt, was ich vorhin schon angesprochen hatte, das Einschulungsfest, wenn ihr das dann organisieren möchtet, dass ihr das auch jetzt schon so langsam in Angriff nehmt und überlegt, wer denn da kommen soll. Denn die Einschulung fällt ja häufig auf so einen Wochentag und das ist ja Grund genug, den, weiß ich, Paten, Tanten und Onkeln, Freunden, Verwandten rechtzeitig Bescheid zu geben, dass sie über den Termin informiert sind und das auch in ihrem Kalender einplanen. Ja, gibt es viele Möglichkeiten. Ihr macht irgendwie eine Grillparty oder ein Picknick oder vielleicht geht ihr auch einfach in ein Restaurant oder macht ein Lieblingsessen eures Kindes und es sind einfach alle Verwandten da und Freunde und ihr habt ein bisschen dekoriert. Genau, macht einfach so, wie es zu euch passt und natürlich auch, wie es eurem Kind am besten gefällt. So, jetzt sind so dann die Monate vorbei, die Wochen sind verstrichen, jetzt sind es so noch ein paar Tage und Stunden bis zum Schulanfang und steigt natürlich auch so ein bisschen die Nervosität. Also wichtig ist, bleibt einfach gelassen und versucht, eure eigene Unruhe nicht auf euer Kind zu übertragen. Und genau, ich habe noch so ein paar Tipps, wie ihr so ein bisschen stressfreier so in diese neue Phase kommt. Übrigens findet ihr auch in unserem Skolio Elternmagazin ein paar ausführlichere Tipps in unserem Ratgeber Einschulung, inklusive auch so einer Checkliste. Die findet ihr im
Ratgeberbereich bei uns. Da gibt es so diverse Downloads und da findet ihr auch, wie gesagt, diesen Download zur Einschulung. Könnt ihr runterladen und ausdrucken und ja, kann euch ja vielleicht nochmal helfen, entspannt durch diese Phase zu kommen. Genau, ein Tipp, wie ihr sozusagen ein bisschen stressfreier durch die Phase geht, ist einfach trainiert, auch so ein bisschen vielleicht schon mal den neuen Tagesrhythmus, dass euer Kind nicht das erste Mal so früh aufsteht am ersten Schultag, vielleicht nähert ihr euch sozusagen schon ein bisschen so dieser Aufstehzeit ein paar Tage vorher und genau, erzählt vielleicht auch mal so aus eurer eigenen Schulzeit, wie ihr es so fandet, natürlich nur die guten Sachen. Und legt am Abend vor der Einschulung auch alles zurecht, was ihr am nächsten Tag braucht und nehmt euch am nächsten Tag Zeit auf ein gutes Frühstück und geht einfach alles in Ruhe an und versucht aus diesem Tag schon mal so die Hektik rauszunehmen. Das kommt dann im ganz normalen Alltag ganz voll alleine. Ja, so, das war so meine Liste für euch und die Sache ist, es ändert sich ja nicht nur viel für eure Kinder, das ist natürlich eine ganz aufregende Phase, sondern ja auch für euch, also für Eltern ändert sich ja auch wirklich viel. Kind ist einfach vom Kindergartenkind zum Schulkind, ist nochmal eine ganz neue, spannende Phase, Lebensabschnitt. Und es bringt natürlich auch viele neue Situationen mit sich, die im ersten Moment vielleicht voll überwältigend erscheinen. Und wir haben nochmal Tipps für euch, also ich habe Tipps für euch, wie euch diese Umstellung leichter fällt. Also mein erster Tipp ist loslassen. Ja, das ist immer so leicht gesagt. Ist jetzt aber einfach das große Stichwort. Der Prozess hat mit dem Eintritt in den Kindergarten ja schon vor euch begonnen. Da musstet ihr ja schon ein bisschen loslassen und setzt sich natürlich jetzt auch mit der Einschulung viel weiter fort. Und ihr solltet eure Kinder auf ihren Weg in die Selbstständigkeit auf jeden Fall begleiten, auch wenn euch das manchmal schwer fällt und das natürlich nicht immer sofort so schnell geht. Aber ich denke, euer großes Schulkind wird euch jetzt auch zeigen, dass es seine eigenen Freiräume braucht. Die solltet ihr ihm auch gewähren, ob es dann einfach mal alleine zur Schule gehen will oder einfach die Hausaufgaben selbstständig machen will, was ja super ist, oder einfach auch am Nachmittag. Nehmt euch einfach immer so ein bisschen zurück und schenkt eurem Kind auch das nötige Vertrauen. Das gibt ihm auch Selbstvertrauen und Selbstsicherheit und ist auch einfach wichtig für so soziale Kompetenz für die Zukunft. Zeigt auf jeden Fall auch Interesse an der Schule und an dem Schultag und bleibt irgendwie stets am Ball, fragt nach, hört auch zu und ja, müsst, was ihr auch akzeptieren müsst von eurem Kind, mal keine Lust hat, was zu erzählen. Das ist, glaube ich, ganz typisch. Ich denke, am Anfang, wenn sie kleiner sind, ist es noch öfter so und später dann ja, kann es auch schon mal weniger werden. Ja, gebt eurem Kind auf jeden Fall auch Zeit. Also es gibt so viel Neues für euer Kind. Es ist nicht nur der Klassenraum, neue Freunde, neue Lehrer, es ist ein ganz neuer Lebensabschnitt und euer Kind muss ganz schön viel Veränderung verkraften in dieser Zeit und gebt ihm auch Zeit, sich sozusagen an diese neue Situation zu gewöhnen und lasst ihn auch über positive wie über negative Erlebnisse sprechen und Erfahrungen und hört zu, tauscht euch aus und genau, es ist okay, wenn nicht alles sofort super klappt und wenn euer Kind auch mal irgendwas einfach nur doof findet. Ja, passt auf, dass ihr nicht zum zweiten Klassenlehrer werdet. Ich glaube, diesen Tipp habe ich letztes Mal sehr oft reingepackt, also mir kommt es jedenfalls so vor. Aber das ist einfach nicht das, was euer Kind gerade braucht. Es hat ja schon den ganzen Vormittag seinen Lehrer vor sich stehen und braucht in euch einfach eine gute Mama, einen guten Papa und keinen zweiten Klassenlehrer. Also das Motto ist so ein bisschen so viel Hilfe wie nötig und so wenig wie möglich. Ja, Eltern sollten einfach die Selbstständigkeit und Motivation fördern und bei Fragen und Unsicherheiten einfach ansprechbar sein. Seid einfach da, wenn eure Kinder Fragen haben. Wenn sie keine Fragen haben, dann lasst sie einfach gewähren und zu ihnen Hausaufgaben machen. Und so diese Entwicklung vom Kindergartenkind bis hin zum Schulkind vollzieht dann euer Kind einfach tatsächlich ganz von allein. Ja, und hebt positive Entwicklungen vor. So, die meisten Kinder freuen sich ja auf die Schule und verfügen erstmal über eine hohe Lernmotivation, wollen ganz viel lernen, endlich lesen können und schreiben und zeigen, was sie schon rechnen können. Und damit dann die Lernmotivation nicht so in den ersten Schuljahren auf der Strecke bleibt, das passiert ja immer wieder mal, ja, lobt euer Schulkind auch für
die Erfolge, die es gehabt hat, beziehungsweise auch für die Sachen, wo es sich angestrengt hat von ganz alleine, wo es sich Mühe gegeben hat und wo er einfach gesehen hat, hey, das ist jetzt von ganz alleine gemacht und hebt einfach dieses Positive hervor und schimpft nicht, wenn es einfach mal nicht geklappt hat. Traut euren Kindern einfach etwas zu und freut euch über jeden Fortschritt, den es einfach macht. Stellt heraus, also zeigt eurem Kind, was es denn schon kann und legt weniger Wert auf das, was es noch nicht kann. Das wird schon kommen. Also fokussiert euch einfach auf die Sachen, die es alles schon gelernt hat in der letzten Zeit und seid da auch stolz drauf. Und klar ist, manchmal verliert man auch irgendwie die Geduld, zum Beispiel um Lesen lernen geht und euer Kind einfach nicht verstehen will. Das kann ja in den besten Familien passieren. Was wichtig ist, wenn ihr dann doch mal merkt, dass euch der Geduldsfaden gerissen und da hättet ihr vielleicht ein bisschen entspannter sein können, dass ihr euren Kindern auch sagt, hey, das war nicht so gut von mir, entschuldigt euch und erklärt auch, warum ihr so reagiert habt. Ich glaube, das ist ganz gut und auch, dass Kinder sehen, dass ihr nicht perfekt seid, das hilft auf jeden Fall auch. Ja, und was vielleicht euch manchmal auch nicht ganz so leicht fällt, akzeptiert auch andere Vorbilder eurer Kinder. Dann ist es ja so, dass die Welt eurer Kinder jetzt auch schon viel größer geworden ist und es ja jetzt einfach auch Ansichten trifft, die ja außerhalb des eures Elternhauses sozusagen eure Erziehung, eures Hauses vermittelt wird. Und die gewinnen natürlich für euer Kind immer mehr auch an Bedeutung. Und da müsst ihr euch einfach dran gewöhnen. Ne? Erstmals hat auf jeden Fall wahrscheinlich der Klassenlehrer eine wichtige Rolle, beziehungsweise die Klassenlehrer eine wichtige Rolle in dem Leben eures Kindes und hat da so, ja, einfach Ansichten, Meinungen, die euer Kind gut findet, wo ihr vielleicht nicht unbedingt mitgeht, aber stellt nicht zu Hause die Autorität der Lehrkraft in Frage. Auch wenn ihr manchmal andere Meinung seid, weil das macht es eurem Kind ja wahnsinnig schwer, so zur Schule zu gehen, Spaß am Lernen haben zu sollen, sag ich mal, und gleichzeitig zu wissen, dass ihr die Lehrerin nicht gut findet, den Lehrer nicht gut findet, dann ist es für euer Kind auf jeden Fall sehr schwer und sollte es wirklich zu größeren Schwierigkeiten kommen, dann geht einfach mit dem Lehrer ins Gespräch, ohne euer Kind sozusagen reinzuziehen. Ja, das waren so noch ein paar Tipps, die ich euch als Eltern mitgeben wollte. Wenn sozusagen euer Kind in die Schule kommt und diese spannende Lebensphase beginnt, wie es euch also ein bisschen leichter fällt. Genau. Ich hoffe, dass ihr auch in dieser Folge wieder etwas für euch mitnehmen konntet, dass ihr einfach euch noch viel mehr auf den Schulanfang freut und ihn jetzt auch entspannt entgegentreten könnt. Vielleicht habt ihr auch noch einen Tipp. Vielleicht ist euer Kind ja auch schon eingeschult worden und ihr habt irgendwie gemerkt, hey, das war ein super Tipp, den würde ich gerne weitergeben. Dann schreibt mir auch gerne an redaktion@skoyo.de. Diesen Tipp teile ich dann natürlich gerne auch im Elternmagazin für die anderen Eltern. Genau, und damit uns halt auch ganz viele finden, also diesen Podcast, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn auf iTunes bewertet und auch einen Kommentar hinterlasst. Genau, dann wird er nämlich hervorgehoben auf iTunes und es ist viel einfacher für andere Eltern, diesen Podcast zu finden. Ja, dann freue ich mich schon auf das nächste Mal und habe bis dahin eine schöne und entspannte Lernzeit. Tschüss!